Eigentlich bin ich viel zu müde, um aus meiner Haut zu gehen. Feine neue Attitüde, fehlt mir einfach aufzustehen. Schluss mit Zeiten, Schuldgefühlen, ich lünche meine Lethargie. In mir mehreren Moleküle, ein Gefühl von Euphorie. 100. So viele Konzerte hat die Band rund um Frontmann und Namensgeber Enno Bunger im letzten Jahr gespielt. Ja, ist ein schönes Gefühl, diese 100 Konzerte so gespielt zu haben. Das ist einfach schön. Das war so mein Vorsatz oder einer von vielen Vorsätzen für das Jahr 2012. Und das irgendwie so geschafft zu haben. Man ist ziemlich im Arsch jetzt, aber doch, es war gut, hat sich gelohnt. Das ist der Moment. Man sollte meinen, die Jungs nehmen sich jetzt erstmal eine Auszeit. Dem ist jedoch nicht so. Die Planung für 2013 ist im vollen Gange und so wird es neben einer Tour wohl auch einige Festivalauftritte geben. Also die Tendenz sieht auf jeden Fall schon danach aus, weil jetzt geht ja erstmal die TV-Nova-Tour los mit dem Drama zusammen, worauf ich mich sehr freue. Das wird sehr schön. Das sind, glaube ich, 20 Termine. Und dann werden wir mit der Band, also die spiele ich solo erst und danach gibt es noch einmal eine Bandtour, wo wir auch nochmal 15 Termine in Deutschland, Österreich spielen. Und ja, dann habe ich schon wieder fast 40 voll nach 3 Monaten oder so. Es gibt das Husum Habe Festival, da spiele ich mit Honig und Cat Frankie und Jonas David. Und dann sind noch so ein paar andere Sachen in der Mache. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die schon sagen darf. Aber es wird schön. Also sind auf jeden Fall tolle Bands, die ich sehr mag. Vergieße keine Träne für die Vergangenheit. Ich schmiede neue Pläne, ich sehe klar und weit. Doch nicht nur mit seiner Band, auch solo wird Sänger und Klavierspieler Enno Bunger weiterhin live zu sehen sein. Im Rahmen des Musikprojekts TV Noir wird es gleich zu Beginn des Jahres mehrere Auftritte geben. Tex und ich kennen das schon ganz lange. Im Jahr 2007 haben wir unser erstes Konzert gespielt in Berlin und da war das irgendwie so, hat sich das so ergeben, dass leider niemand da war bei diesem Konzert. Es waren aber 3 oder 4 Bands auf der Bühne in Berlin und da hatte Tex die Idee, lass uns doch mal sowas auf die Bühne stellen und irgendwie abwechselnd spielen. Und das war so eine von mehreren Geburtsstunden für TV Noir und wir kennen das eben seit Anfang an. Und ich war im Jahr 2008 oder 2009 manchmal da und jetzt eben vor kurzem, Anfang des Jahres 2012 mit einem neuen Album. Und ja, ist immer wieder schön da zu sein. Ich freue mich, dass jetzt die Einladung kam, da diese Tour zu spielen. Und ich habe halt den Wunsch geäußert, neben meinem Drummer, weil wir in seinem Studio aufgenommen haben und uns auch schon länger kennen. Und das wird schön auf jeden Fall. Für alle Fans, die Enno Bunger schon immer live sehen wollten oder ihn unbedingt wiedersehen möchten, startet das Jahr 2013 mit guten Nachrichten. Wohl nicht wieder 100, aber immerhin noch etliche Konzerte, auf die man sich freuen kann. Und vielleicht sogar ein neues Album.